Aloha, lieber Stier, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn auch dich interessiert, was denn das Jahr 2024 für dich in den verschiedenen Lebensbereichen so bereithält, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello, lieber Stier. Ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Jahreslegung für das Jahr 2024. Und du bist natürlich vollkommen richtig, wenn du den Stier in deinem Sonnenzeichen, Mond, Venus oder aber auch Aszendent hast. Und ich habe mir hier für diese Jahreslegung was Besonderes ausgedacht, nämlich ein eigenes Legesystem. Und dieses beinhaltet 11 Karten zu legen und die 12. Karte, die nehme ich aus dem Outcome, also sozusagen aus dem Ende des Stapels. Und jede Position hat natürlich ihr Thema. Und das werde ich dir selbstverständlich dann während dieser Legung auch erklären. Ich werde mit diesem wunderschönen Tarotdeck hier legen und ich mische noch einmal die Karten geräuchert und gereinigt sind sie auf jeden Fall schon. Ansonsten, lieber Stier, vielen lieben Dank auch nochmal an dich dafür, dass du mich jetzt hier schon fast 2 Jahre begleitest auf meinem YouTube-Channel und auch zu den Sternzeichen gehörst, die eben auch am meisten meine Monatslegung immer wieder aufrufen. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal rein, was zeigt sich denn hier für die Stiergeborenen im Jahr 2024. Und die erste Karte, die jetzt hier rausspringt, das ist für dich das Hauptthema. Was ist das Hauptthema für den Stier? Beziehungsweise, wie ist denn deine Grundeinstellung für dieses Jahr? Um was geht es im Hauptthema für den Stier? Eine Karte bitte. Um was geht es als Hauptthema? Ich brauche unbedingt eine Karte, das hatte ich so festgelegt. Ich kann da auch keine 2 machen oder so, das muss immer eine Karte sein. Und da haben wir es hier. Dein Hauptthema, lieber Stier. Und wir haben, wow, den Herrscher, den Kaiser, das ist ja der Hammer. Also sowas Ähnliches hatte ich auch schon bei der Jungfrau. Vielleicht hast du es ja auch mit einer Jungfrau in deinem Leben zu tun oder du hast diese Sterns, die Jungfrau vielleicht noch in deinem Aszendent oder in deinem Mondzeichen. Und dann schau dir mal dieses Video an. Ansonsten, lieber Stier, geht es hier sehr stark um dich selbst. Und ich werde diese Karte natürlich jetzt auch gleich noch näher erläutern. Aber vorher lege ich jetzt erstmal noch die anderen Positionen aus. Und da die erste Karte nun gesprungen ist, werde ich die anderen Positionen jetzt hier einfach von dem Stapel abnehmen. Und die Position Nummer 2 bezeichnet dein Liebesleben und deine Beziehungen zu anderen Menschen. Und hier haben wir die 4 der Schwerter. Die nächste Position, an Position Nummer 3, geht es hier um deine Familie oder falls du Kinder hast. Und hier haben wir die Hohepriesterin. Bei Position Nummer 4 geht es hier um deine Freundschaften. Und hier haben wir den Turm. Und als Punkt Nummer 5 habe ich mir erdacht, einmal deine Freizeitaktivitäten und deine Hobbys. Und hier hast du die 7 der Schwerter. Okay. Und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt auch, und zwar bei Punkt Nummer 6 geht es um dein Unterbewusstsein. Hier möchte ich gerne von dir wissen, was beschäftigt dich in deinen Gedanken, wenn du mal Zeit hast, durch deine Gedanken eben zu gehen oder diese fließen zu lassen. Und hier haben wir den Prinz der Stäbe. An Position Nummer 7 geht es hier um deine Arbeit, um deinen Beruf, lieber Stier. Und hier haben wir den Teufel. Okay. An Position Nummer 8 befinden sich die Finanzen. Und hier, lieber Stier, hast du den Gewinn. Das ist sehr schön, nämlich die 9 der Münzen. Das passt ja sehr gut zu dir. Und an Position Nummer 9, da möchte ich gerne wissen, was könntest du, lieber Stier, in diesem Jahr für dich neu beginnen?
Wo könntest du mehr Investment, Zeit oder sonstige Dinge eben einfließen lassen? Und hier haben wir den Prinz der Kelche. Als nächste Position hier an Position Nummer 10, und die Zahl spricht ja schon Bände, denn in der 10 geht es immer um die Vollendung. Und hier möchte ich gerne wissen, was könntest du, lieber Stier, in diesem Jahr für dich vollenden? Was könntest du angehen, um etwas zu vollenden? Und hier haben wir das Ass der Münzen. Wow, sehr schön. Und als letzte Karte, die ich auslege, geht es hier um die Position Nummer 11. Und hier erwarte ich jetzt eine Botschaft von der lichtvollen geistigen Welt. Das können also Verstorbene sein, die dir sehr am Herzen gelegen haben. Es ist ja aber auch gut möglich, dass wenn du an nichts glaubst und auch somit nicht an Gott und dass es eben auch verschiedene Ebenen gibt, dann beschreibt dies hier eben deine Gedanken. Und hier haben wir die 10 der Kelche. Wow, das ist ja der Hammer. So, jetzt sehe ich aber gerade, ich muss die Karte mal noch ein bisschen nach oben verschieben, dass du das alles gut sehen kannst. So, passt es jetzt drauf? Nee, einen ganz kleinen Moment. So, lieber Stier, jetzt dürftest du alle Karten gut erkennen können. Und jetzt kommen wir zur 12. Karte. Und das ist hier, wie gesagt, das Outcome. Und hier haben wir die 5 der Schwerter. Beziehungsweise, entschuldige bitte, die 5 der Stäbe soll das hier darstellen. Ich kenne dieses Kartendeck auch noch nicht so gut, obwohl ich total begeistert davon bin. Okay. Ja, lieber Stier, also dann beginnen wir mal mit deiner Jahreslegung. Thema Nummer 1 ist ja hier dein Hauptthema und deine Grundeinstellung. Und ich sehe hier, lieber Stier, dass dieses Jahr für dich ein sehr machtvolles Jahr werden wird. Du möchtest Dinge hier weiterhin unter Kontrolle haben. Du bist hier ziemlich in deiner Stärke und vor allem präsentierst du dich eben auch hier selbst als Herrscherin oder als Herrscher. Also wenn du als Frau zusiehst, bist du hier dennoch angesprochen, auch wenn das jetzt hier die männliche Variante hier darstellt, dann drehst du dir jetzt eben einfach um, dass es die Herrscherin ist. Aber gleichzeitig möchte diese Karte, wenn du eine Frau bist, dir auch sagen, dass hier die männlichen Attribute in diesem Jahr für dich sehr, sehr wichtig werden. Und das ist auch generell in diesem Jahr 24 so, weil wir hier ein Sonnenjahr haben und das Jahr 24 auch unter dem Drache eben steht. Und das ist eine sehr, sehr männliche Energie. Also, liebe Stierdame, du darfst dir hier also diese Information für dich mitnehmen, dass es hier für dich trotzdem um das Thema Kontrolle, Macht, aktiv sein und um dein eigenes Wohl geht, ja. Für einige ist es aber auch, und das darf man halt auch nie vergessen bei der Herrscherin und bei dem Herrscher, ist halt natürlich auch die Kehrseite hier ein sehr großes Ego. Ja, also achte vielleicht auch mal vermehrt in diesem Jahr darauf, dass du dein Ego nicht noch mehr nährst, sondern dass du vielleicht auch versuchst, dein Leben so auszurichten, dass du dein Ego immer kleiner werden lässt. Ja, denn in dem Zeitalter, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist es halt einfacher oder wird es einfacher für dich, lieber Stier, wenn du nicht mit so einem fetten Ego durch die Welt walzt, ja? Sehr interessant. Also es wird sehr viel um dich selbst gehen. Du achtest auch darauf, dass es dir gut geht. Das sehe ich hier auch. Und ich sehe auch schon, dass du aus einer recht erstrebenswerten Position heraus dich hier eben, wie gesagt, präsentierst. Also dass es dir jetzt auch schon gut gehen wird. Dass du vielleicht viele Dinge in deinem Leben schon so umgesetzt hast, dass du sagst, also so passt mir das eigentlich alles ganz gut, ja? Okay, die nächste Position hier mit zum Thema Liebe und Beziehungen hast du hier die 4 Schwerter. Und das hat mich jetzt auch gerade ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Ich kenne ja auch sehr viele Stiere. Und ja, was ich halt hier so wahrnehme, ist, dass du dich hier selber in irgendeiner Art und Weise in diesem Jahr in Sachen Beziehungen und Liebe hier so ein bisschen zurücknimmst, ja. Du verrätst hier, dass du von dir selber sagst,
Besser bin ich hier nicht zu aktiv in diesem Bereich, bevor ich wieder nur verletzt werde, bevor ich wieder nur negative Erfahrungen sammle, von denen du ja hier scheinbar auch schon ein paar gesammelt hast, wenn ich mir mal die anderen Karten so ansehe. Und du sagst, ich lege mich hier mal in den Dornröschenschlaf. Es kann auch sein, dass du so das Gefühl hast, dass bei dir in Sachen Beziehungen und Liebe es nicht so wirklich vorangeht. Oder du immer ab einem gewissen Punkt hier in eine Stagnation gerätst. Und es kann jetzt hier auch so für dich sein, wenn du in einer Beziehung oder eben auch in einer Ehe lebst. Also schon in einer festen Verbindung mit einem anderen Mensch, dass du auch da das Gefühl hast, ab einem gewissen Punkt dieses Zusammenseins stagniert es, hier gibt es keinen Fortschritt, hier gibt es keine Potenziale mehr für dich zu entdecken. Und da sagst du halt ganz einfach, jo, dann gucke ich mir das jetzt mal noch weiter an. Aber das aus einer Position heraus, wo du eben sehr wenig Investment einfließen lässt und so gut wie nichts dazu beiträgst, ja. Das könnte hier auch für einige tatsächlich auch so eine kleine Trotzreaktion sein, vielleicht auch auf gewisse Verhalten von Menschen, die dir eben sehr, sehr wichtig sind. Und wenn du jetzt hier als Single-Frau oder als Single-Stier hier zusiehst und du gar keinen Partner hast, beziehungsweise auch keinen Wunschpartner es in deinem Leben gibt, dann dürftest du derzeit die Einstellung haben, dass du, wie eben schon gesagt, hier das Gefühl hast, hier kommt und hier geht einfach nichts voran. Und ich nehme schon wahr, weil bei Vier der Schwerter ist es so, du hast hier auch das Schwert in der Hand gehabt. Also du hast hier auch sozusagen mal aktiv etwas dazu beigetragen, dass es hier vorangehen könnte. Aber da du hier immer wieder an Herausforderungen kommst oder an einen Punkt der Stagnation, hast du hier einfach gerade keine Lust mehr weiterzumachen. Aber gleichzeitig wartest du auch hoffnungsvoll darauf, dass sich in irgendeine Art und Weise sowieso wieder etwas bei dir ergibt. Also da bist du auch sehr selbstsicher und sagst auch, hey, ich bin hier die Herrscherin und der Herrscher und wenn jemand was von mir möchte, dann soll er mir das bitte so mitteilen. Ich werde mich hier jetzt erstmal nicht bewegen, ja? Das bezieht sich aber auch wirklich auf alle Verbindungen, also wo du eben auch sagen kannst, dass du diese Menschen sehr in dein Herz geschlossen hast, beziehungsweise hier Liebe vorhanden ist. Bei deinem nächsten Punkt hier, bei dem Punkt Nummer 3, wo es um das Thema Familie und eventuelle auch Kinder geht, sehe ich hier, dass es für viele Stiere auch tatsächlich der Fall sein wird, dass du schon Mutter oder Vater bist. Und falls das nicht der Fall ist, dann sehe ich bei dir auch hier den Anspruch danach. Also du repräsentierst dich hier eigentlich auch schon als eine Person, die sehr hohes Verantwortungspotenzial hat oder auch gerne Verantwortung und auch Macht über andere ausübt. Und ich sehe, wenn du jetzt Single bist oder in einer Partnerschaft noch keine Kinder hast, dass du aber nichts dagegen hättest, hier Mutter oder Vater zu werden. Weil der hohe Priester, der spricht immer von einer höheren Ebene. Und es geht hier aber auch darum, dass es hier in deiner Familie einen Mensch gibt, und das nehme ich hier sehr stark auch als dein Vater war oder vielleicht auch als dein Opa, oder es gibt hier irgendein Familienoberhaupt, ja. Und dieses Familienoberhaupt hat einen sehr großen Einfluss auf dich. Es ist hier auch gut möglich, dass wenn hier kein Vater mehr in deinem Leben da ist oder keine männliche Bezugsperson, dass das hier auch eine Frau darstellen kann, die eben sehr viel männliche Züge in sich entwickelt hat, weil sie es wahrscheinlich auch einfach muss, ja. Und es gibt hier jemanden, auf den du hochschaust noch, obwohl du dich ja schon in dieser höchsten Position eigentlich überhaupt befindest, ja. Aber dennoch gibt es hier jemanden, dem du nacheiferst, den du hier vielleicht auch als ein Idol siehst oder dessen Meinung dir eben wichtiger ist als deine eigene, ja. Und das wird hier eben in den meisten Fällen hier der Vater sein. Und du wirst auch mit diesem Thema in diesem Jahr konfrontiert werden. Und das ist jetzt auch ganz egal, ob du hier als Frau oder als Mann zusiehst. Es geht für dich in einer Form auch darum, deine männlichen Züge zu hinterfragen oder auch deine männlichen Verbindungen, die du also zu Männern führst, hier zu hinterfragen und nochmal zu schauen, was könntest du denn noch daraus mitnehmen? Ja, weil du siehst ja in dieser Position auch noch eine Bereicherung.
Und wenn du jetzt hier Mutter oder Vater bist, dann nehme ich hier wahr, dass es in diesem Jahr eine sehr, sehr schöne Phase geben wird und ihr hier auch noch näher zueinander finden werdet, ja. Und ja, du hier scheinbar auch viel mehr Zeit oder andere Dinge investieren wirst, wie du das vorher eben noch nicht so wirklich getan hast. Sehr, sehr interessant. Dann bei Punkt Nummer 4, und hier möchte ich ganz kurz noch dazu sagen, als Herrscherin oder als Herrscher bist du schon auch jemand, der sich nicht gerne beeinflussen lässt, ja. Aber ich sehe hier schon, dass diese Person hier einen sehr starken Einfluss auf dich hat. Und da darfst du dich vielleicht auch noch mal fragen, was kannst du denn hier für dich noch annehmen und wo wäre es denn jetzt vielleicht auch mal richtig, Grenzen zu setzen, dass du sagst, hey, das ist mein Leben, bitte misch dich hier nicht über diese Grenze in mein Leben ein, ja? Was deine Freundschaften angeht, lieber Stier, nehme ich hier wahr, dass du hier entweder in deiner kürzlichen Vergangenheit hier einen Zusammenbruch mal erlebt hast. Also ich sehe das so, dass du eine Freundschaft beendet hast oder jemand mit dir eine Freundschaft beendet hat. Und wenn du jetzt aber mal schaust in deinem Leben und du sagst, nee, das ist eigentlich gerade noch nicht so, dann steht dieser Turm noch für die Zukunft. Also es wird im Jahr 2024 für dich hier irgendetwas zusammenstürzen. Und womit du nicht gerechnet hättest. Also hier hast du scheinbar Vertrauen und andere Werte in eine Person gesteckt, die oder den du hier deine Freundin oder deinen Freund nennst. Und du wirst aber hier definitiv in dieser Person enttäuscht werden. Und ich nehme hier auch tatsächlich einen Mensch wahr, aber es ist natürlich schon möglich, dass sich das vielleicht auch auf deine anderen Verbindungen hier auch auswirkt, weil du hast ja auch schon in deinen anderen Beziehungen hier so ein, ich will jetzt nicht sagen, es ist so eine Sperre drin, aber ich nehme halt schon wahr, und hier steht ja auch die Waffenruhe, ja, dass du halt hier, wie gesagt, schon vielleicht viel getan hast und aber auch hier investiert hast, aber es kommt hier scheinbar nicht das Gleiche zurück wie das, was du rausgibst, oder deine Erwartungshaltung wird hier halt immer wieder enttäuscht, ja. Und deswegen, lieber Stier, hinterfrag doch mal hier, welche Erwartungshaltung hast du denn an andere, oder welche Erwartungshaltung kommen dir denn von deinem Umfeld entgegen, ja? Vielleicht wäre hier mal ein offenes Gespräch ratsam, damit man hier eben auch mal die Dinge ergründet und dann eben auch hier harmonisch weiter in Richtung Zusammensein eben auch steuern kann, ja. Aber hier definitiv in Sachen Freundschaften wirst du enttäuscht werden, wenn du es nicht schon wurdest. Und jetzt geht es aber für dich, lieber Stier, darum, diese Freundschaften hier nochmal zu schauen, an was lag es denn, dass es hier zu diesem Zusammensturz kam. War man hier vielleicht nicht ehrlich? Hat man hier Dinge versprochen, die man irgendwie schon vorher wusste, nicht einhalten kann? Schau dir dieses Thema auf jeden Fall mal an, weil wenn der Turm in einer Position fällt, dann gibt es hier auch immer Potenzial. Denn wenn etwas zerstört wird, dann gibt es immer die Möglichkeit eines Neuanfangs. Und das ist immer eine sehr, sehr schöne Energie. Und somit auch wieder dieses Thema, wo eine Tür zugeht, geht die nächste auf. Und lieber Stier, du wirst ja auch schon ein paar Jahre alt sein, sodass du eben auch weißt, dass manche Leute halt einfach kommen und andere gehen wieder, ja? Okay, bei der Position in deinen Freizeitaktivitäten und Hobbys hast du hier die 7 der Schwerter. Und ich nehme hier wahr, lieber Stier, dass du auf jeden Fall ein Mensch bist, der sehr vielfältig auch interessiert ist, und du beneidest auch Menschen, die ganz feste Hobbys haben, ja. Denn du fragst dich schon auch immer wieder, und das erzählst du hier eben mit den 7 Schwertern, dass du gerne etwas für dich tun würdest oder dafür, dass du vielleicht in einem Bereich noch mehr Freude, Lust oder sonstige Dinge empfindest, aber du weißt hier irgendwie nicht so ganz, was ist es denn oder mit was könntest du dich denn hier noch näher beschäftigen, was wirklich deine Interessen hier auch anspricht und wo du eben auch sagst, okay, das bringt mich hier auch definitiv weiter.
Und was ich hier ganz stark wahrnehme, damit du diese Sache hier für dich findest, wäre es hier auf jeden Fall sehr wichtig mit Sieben der Schwerter, dass du hier sehr ehrlich auf dich selber blickst, ja, oder dich auch noch mal hinterfragst, wo sind denn meine Stärken und wo sind denn meine Schwächen oder was mache ich denn gerne und was mache ich denn überhaupt nicht gerne? Oder dass du dir halt einfach mal verschiedene Dinge ansiehst und dann kannst du ja immer noch sagen, okay, das ist nichts für mich oder ja, das ist super, ja. Ich nehme hier schon wahr, dass du aber hier auf jeden Fall mal diesen Aktivitäten auch auf jeden Fall mal Zeit einräumen solltest, ja. Und du sagst hier aber irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, ob das nicht eher unnötig ist. Lieber kümmere ich mich dann lieber um meine Arbeit, dass ich hier mehr Geld verdiene oder so. Vielleicht hast du auch schon öfter mal mit irgendwas angefangen und du hörst damit aber dann auf, weil es fehlt dir hier an Ausdauer, es fehlt dir an Durchsetzungsvermögen oder halt auch einfach an der Lust daran, zum Beispiel jeden Freitag irgendwo hinzugehen oder so, ja. Also jetzt mal nur angenommen, du hast hier angefangen, joggen zu gehen oder was weiß ich was. Und du legst diese Sache aber nach kurzer Zeit hier wieder nieder und ja, siehst da jetzt irgendwie dann doch nicht so den Gewinn für dich. Ja, also beschäftige dich gerne nochmal mit diesem Themenbereich in deinem Leben, weil hier liegen auf jeden Fall auch noch Möglichkeiten, diesen Raum hier besser für dich zu nutzen, damit du vielleicht auch noch ausgeglichener wirst und auch hier neue Menschen kennenlernst, mit denen du eben auch Interessen teilst und eben auch die Hobbys teilst. Weil was gibt es Schöneres? Da kann ich nur aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man Menschen hat, mit denen man ein Interesse teilt oder gemeinsame Hobbys erlebt. Also einfach Menschen hat, mit denen man seine Aktivitäten auch teilen kann, ja. Das nehme ich hier ganz stark bei dir wahr. In deinem Unterbewusstsein, lieber Stier, mit dem Bube der Stäbe, sehe ich hier ganz stark bei dir, dass es um das Thema Herausforderung auch hier nochmal gibt und dass das Leben eigentlich so zu dir sagt, du hast doch hier als Herrscherin oder Herrscher alles, was du wirklich brauchst, ja. Und was ist es denn, was du sagen würdest, was dir hier noch fehlt? Was kommt denn hier immer wieder in deinen Gedanken nach oben, wenn du denn mal Zeit hast, deine Gedanken schweifen zu lassen? Und ich sehe hier, dass hier so eine gewisse Unruhe so in deinem Unterbewusstsein herrscht und dass du vielleicht auch so ein Mensch bist, der vielleicht auch rastlos ist oder der einfach so eine Unruhestörung in sich hat. Vielleicht hast du auch Restless Legs. Vielleicht kennst du diese Diagnose, dass du ständig deine Beine bewegen musst, weil du einfach nicht ruhig halten kannst. Und auch das rührt ja auch oft einfach aus so einer zerrissenen Psyche oder eben auch einfach, weil man so ein unruhiger Geist ist. Und her. Und hier darfst du dich eben mal fragen, wo möchtest du denn aufbrechen, in welche Richtung? Oder wo hast du denn das Gefühl, dass hier immer etwas verzögert wird? Oder diese starken Impulse, die du hier bekommst, in Sachen Leidenschaft, in Sachen Risikofreude und eben auch hier mit so einer gewissen Begeisterungsfähigkeit hier etwas anzugehen, bremst du aber gleichzeitig auch immer wieder aus. Also denk doch hier mal weiter, lass doch mal hier deine Gedanken wirklich komplett frei und fließen, denn ich habe auch hier so ein bisschen das Gefühl, dass das hier auch etwas mit deinen Talenten zu tun hat, die du hier für dich noch nicht entdeckt hast, wo du eben vielleicht durch deine Freizeitgestaltung oder eben auch durch neue Hobbys hier vielleicht auch diesen Drang, etwas zu tun, hier auch ausleben kannst, ja. Ich nehme das hier wahr, als hättest du ein bisschen zu viel Feuerenergie in deinem Unterbewusstsein, weil du unausgeglichen bist, weil du vielleicht zu wenig Sport machst oder vielleicht auch noch nie Sport in deinem Leben gemacht hast oder du hier einfach noch nie dir wirklich mal deine Fähigkeiten näher angesehen hast. Und deswegen hier nochmal die Einladung dazu, auch von den Karten, lass diesen Bube der Stäbe doch mal wirklich weiter durch deine Gedanken rennen, mit seiner Begeisterungsfähigkeit, mit seiner Impulsivität, die diese Beschreibung hier auch immer so mit sich bringt. Und dann schau mal, was du hier gerne mit diesem Enthusiasmus dann anfangen könntest oder wo du hier auch einen Aufbruch generieren könntest, ja. Und probier das auch mal zu kanalisieren über neue Hobbys, Freizeitgestaltung oder eben auch neue Menschen,
oder auch die Menschen, die du in deinem Freundeskreis hast, einfach mal zu motivieren, mit dir eben Sachen zu erleben und damit hier dieses Unterbewusste, was hier bei dir immer wieder ausgebremst wird, hier eben auch mal frei in den Fluss kommt, ja? Interessant. Dann, lieber Stier, kommen wir zu deiner Arbeit. Das ist ja einer deiner wichtigsten Themen in deinem Leben. Und ich sehe hier, dass du irgendetwas in deinem Beruf richtig gut kannst. Ich sehe, dass du hier in etwas der Pro bist, ja. Du bist hier in einer Sache richtig gut. Und ich sehe aber auch gleichzeitig, dass es hier auf deiner Arbeit etwas gibt, was hochgradig toxisch ist. Oder was man auch beschreiben könnte als halsbrecherisch oder auch als manipulativ, ja. Ich weiß nicht, was du in deinem Beruf tust, ja, aber es ist hier schon auch gut möglich, dass du zum Beispiel, ich sage das jetzt mal so, dass ich jetzt hier keinen Hinweis auf irgendeinen Beruf gebe, dass du zum Beispiel eine Dienstleistung hier ausübst und in dieser Dienstleistung geht es aber auch darum, dass du dein Geld bekommst dafür, dass du zum Beispiel anderen Menschen was andrehst, wovon du möglicherweise selbst nicht mal überzeugt bist oder du etwas tust oder handelst, wo auch hier von dir nicht unbedingt immer eine hundertprozentige Überzeugung einhergeht, beziehungsweise hier vielleicht sogar auch manchmal so kleine Gewissensbisse oder eine Skepsis, ob das, was du gerade tust, hier überhaupt richtig ist. Aber in den meisten Fällen, auch gerade wenn du jetzt hier auch als Mann in dieser sehr machtvollen Position dich hier auch so darstellst, wird es auch so sein, dass du vielleicht gar keine Gewissensbisse hast. Vielleicht sagst du auch, ich habe hier den geilsten Job der Welt. Auch wenn ich hier Leute übers Ohr haue oder Firmen übers Ohr haue, weil du es hier vielleicht auch im Finanzfaktor zu tun hast und das nehme ich hier halt schon für sehr viele Stiere wahr und da liegt ja auch irgendwo echt auch deine Talente liegen auch in Geld vermehren und eben auch einfach so so ein Gefühl für Ausgaben und Einnahmen zu haben, ja. Aber frag dich hier mal, was tust du denn, wo du vielleicht auch andere verführst, um an etwas dran zu kommen, was den Menschen aber fehlen wird, aber wo du eine Bereicherung daraus ziehst, ja. Und wenn du sagst, du, das ist ja alles schön und gut, aber das ist auf gar keinen Fall das, was ich tue, weil du zum Beispiel in der Pflege arbeitest oder hier der hilfsbereiteste Mensch auf dieser Welt bist. Das kann ja gut sein. Es kommt natürlich immer noch ganz drauf an, was man sonst noch in seiner Chart hat und was man so erlebt hat in seinem Leben. Dass es hier eben aber auch so ist, dass du sagst, mein Beruf ist einfach nicht das Toxische oder das, was hier falsch ist, oder du verkaufst hier nichts, was du selber dir nicht holen würdest oder so, ja, sondern es geht hier um eine bestimmte Person oder dass du auch das Gefühl hast, du bist hier richtig abhängig von deiner Arbeit, ja. Ich nehme hier auch wahr für viele Stiere, dass du auch süchtig bist nach deiner Arbeit, dass du ein richtiger Workaholic bist, ja. Und ich kenne sehr viele Stiere, die so sind, ja. Und dass das eben damit auch angesprochen ist. Aber dann, lieber Stier, möchte dir diese Karte der Teufel in deinem Beruf oder in deiner Arbeit hier auch sagen, es wäre vielleicht mal gut, wenn du eben auch mal noch deine anderen Lebensbereiche hier deinen Fokus mal darauf wirfst, ja. Also nicht nur so extrem fokussiert in eine Richtung bist und hier es total übertreibst, weil das bringt halt dein ganzes Leben in so eine Disbalance, ja. Deine Verbindungen fühlen sich vernachlässigt, deine Freundschaften gehen hier den Bach runter, deine Hobbys, die hast du eh schon lange nicht mehr angeguckt, ja, weil du eben hier scheinbar deinen Fokus so stark darauf hast, deine Münzen zu vermehren oder eben auch hier richtig. Was ich hier auch sehe, ist, dass du auch gut und gerne eine Geschäftsführerin oder auch Geschäftsführer sein könntest. Und natürlich muss man da auch einen gewissen Art von Überfleiß und Workaholic im Gen haben, weil sonst schafft man das ja nicht, eine Belegschaft von über Tausenden von Menschen zu führen oder so. Da musst du immer da sein, da musst du immer präsent sein. Aber für einige Stiere nehme ich hier halt einfach einen zu großen Arbeitswillen wahr, der sich eben halt auch, wie gesagt, schon negativ hier auf deine anderen Lebensbereiche auswirkt. Und dann darfst du da mal gucken, dass du hier vielleicht mal ein bisschen
Gleichgewicht reinbringst in diese ganze Situation, ja. Und wenn du hier wirklich sagst, das ist alles nicht mein Thema in Sachen Arbeit und Beruf, sondern für mich kommt der Teufel hier, weil ich einfach noch nicht das gefunden habe, was mir wirklich Spaß macht. Und für mich ist die Arbeit einfach nur das Allerletzte. Ich würde am liebsten gar nicht arbeiten gehen in meinem Leben. Dann schau auch mal da, wo kommen denn diese negativen und destruktiven Gedanken her? Weil es ist halt nun mal so, und das war schon immer so im Leben von uns Menschen, dass wenn wir nicht irgendetwas aktiv getan haben, dann kannst du halt auch nichts zurückbekommen. Also du musst halt mindestens die Samen sehen, damit du autark leben kannst, ja, oder was auch immer. Also natürlich ist für dich immer gesorgt im Leben. Und das sage ich ja auch oft genug, dass es auch oft Menschen an Vertrauen fehlt, an diesem Urvertrauen, dass man immer auch getragen ist vom Leben. Aber natürlich muss man auch etwas dazu beisteuern. Und wenn du aber hier sagst, ich bin hier zum Beispiel in Abhängigkeiten, ich bin momentan gar nicht in der Lage, arbeiten zu gehen, oder mir geht es einfach so schlecht derzeit, dass ich es einfach aus diesen Gründen heraus nicht kann, oder weil es hier eine Person gibt, die dich fertig macht, die dich mürbe macht, die dich mobbt oder halt einfach schlecht mit dir umgeht, ja, dann schau dir diesen Bereich an, wie du das eben auch verändern kannst, ja. In der nächsten Position, lieber Stier, geht es hier auch um eines deiner Lieblingsthemen, nämlich die Finanzen. Und mit 9 der Münzen, lieber Stier, darf ich dir hier eine ganz wundervolle Nachricht überbringen, nämlich, dass sich dein Fleiß und dein Workaholic-Dasein hier auf jeden Fall auch positiv darauf auswirkt. Angenommen, und ich nehme das hier auch für einige wahr, dass du auch einen Grund hast, an deine Finanzen zu denken. Vielleicht hast du mal in einer Phase in deinem Leben über die Maße hinaus gelebt. Du hast mehr ausgegeben, als du reinbekommen hast. Und jetzt bist du dabei, hier diese Lücke selber wieder zu stopfen. Und dafür ist es natürlich auch nötig, dass man hier mal sein Booty rumgehen lässt, ja. Und ich sehe auch, dass du eine sehr gute und positive Ausrichtung hast in diese Richtung. Also du weißt, dass du erfolgreich werden wirst mit egal was auch immer du tust. Aber lieber Stier, ich möchte dir hier dazu nochmal sagen, tu bitte nichts, was du dir nicht selber antun würdest, beziehungsweise bitte mach hier nichts Illegales oder bitte verkauf hier nicht irgendwelchen Omas und Opas irgendwelche kaputten Staubsauger oder was weiß ich was, ja. Das mag sich jetzt vielleicht lustig anhören, aber das hat schon einen Grund, warum diese harte Karte hier in deiner Arbeit liegt, ja. Also guck mal, was du noch vielleicht nebenbei tust, damit hier eben ein Gewinn für dich reinkommt. Und für manche Stiere könnte auch hier jetzt in diesen beiden Positionen auch diese Message drin liegen, dass du möglicherweise auch spielsüchtig bist, dass du darüber versuchst, Geld zu generieren. Und ich kann dir das nur aus eigener Erfahrung sagen, weil ich mal als Dealerin in einem Casino gearbeitet habe, also für so Live-Spiele eben zuständig war, dass man wirklich im Casino, man kann das mal machen, so just for fun, einfach mal um einen schönen Abend mit ein paar Freunden zu verbringen. Aber wenn du hier regelmäßig dein Geld, was du dir hier so hart erarbeitest, so aus dem Fenster schmeißt oder glaubst, du wirst mit Glücksspiel reich, dann kann ich dir zu 100% sagen, dass das nicht der Fall sein wird, ja. Aber und wenn das hier dein Thema ist, dann, lieber Stier, solltest du dir hier definitiv Unterstützung holen. Es gibt da ganz tolle Vereine. Und auch über die Telefonseelsorge kannst du hier auch zu Nummern gelangen, die dir hier vielleicht auch helfen können, dich aus diesen Süchten hier auch zu befreien, ja. Und wenn du hier verschuldet warst oder bist, dann kann ich dir sagen, diese Schulden werden in diesem Jahr für dich rausgehen. Und wenn du eine Gehaltserhöhung hier eingefordert hast oder eben auch möglicherweise, weil du dich ja hier als Kaiserin und Kaiser darstellst, hier auch in einer höheren Position in einem Unternehmen vielleicht tätig bist oder sogar selbstständig bist und das auch der Grund ist, warum du hier so einen starken Fokus auf diesen Bereich in deinem Leben hast, ja, dann wirst du hier auf jeden Fall sehr erfolgreich werden mit dem, was du tust. Du wirst hier richtig einen Gewinn umsetzen, ja. Es geht ja auch nie um die Umsatzmarge, sondern es geht immer um den Gewinn. Was bleibt letztendlich
über, wenn du die Steuern abziehst, vielleicht noch die Gehälter von Mitarbeitern und noch das ganze Material und so weiter. Was bleibt dir dann noch? Und hier bleibt dir richtig was hängen, ja, weil du hier richtig fleißig warst und all deinen ganzen Fokus nämlich schon stark war, auch hier darauf legst, ja. In der Position Nummer 9 wollte ich ja gerne wissen, was könntest du denn hier nochmal neu beginnen? Was rät dir denn hier das Tarot? Und hier geht es darum, mit dem Prinz der Kelche, du könntest hier mal wieder deinen Gefühlen und Emotionen mehr Aufmerksamkeit schenken. Dass du rausgehst aus deinem Verstand und hier immer mal wieder dich auch echt auf dein Herzchakra konzentrierst und gerade auch in zwischenmenschlichen Beziehungen hier auch dein Herz entscheiden lässt und nicht nur wie ein Blinder mit dem Verstand und durch den Verstand heraus Dinge entscheidest. Weil der Bube der Kelche, das ist so die Karte, das ist so das Liebevollste, was so hier auf Erden wandelt, aber auch gleichzeitig mit einer sehr verspielten und romantischen Art oder auch mit so einem Einschlag, dass man sagt, ich tue mir jetzt mal wieder selber was Gutes oder ich hau auch mal ein paar Komplimente an andere raus, ja. Aber der Hauptaspekt in diesem Neubeginn liegt darin, dass du wieder Emotionen zulässt, dass du wieder Spaß hast in deinem Leben, dass du mehr den Fokus darauf setzt, deine Kelche zu füllen. Und Kelche füllen sich eben durch Freude, Glücksmomente, Liebe und solche Themenbereiche eben. Und da solltest du mehr den Fokus drauf legen. Vielleicht gibt es hier auch eine jüngere Person in deinem Leben, welche Fische, Krebs, Skorpion ist. Und auch da ist hier der Rat des Tarots, könntest du mehr Energie einfließen lassen. Vielleicht ist es ja dein Kind, ja, oder eben, was weiß ich, deine kleine Schwester, dein kleiner Bruder oder so, ja. Und schau dir das mal bitte an oder frag dich mal, was hier damit eben gemeint ist und wie du es schaffen könntest, eben deinem Gefühlsleben mehr Raum in deinem Leben zu geben. Die letzte Position hier an der Position Nummer 10 ist hier, was könntest du vollenden, beziehungsweise was könntest du angehen? Und das ist ja, das machst du schon, ne? Das ist ja das hier unten, das ist deine das ist dein Bein, auf dem du hier stehst. Und ich sehe, dass du halt hier irgendwie in einer Disbalance bist, weil dieses Bein hier ist total instabil, was Freundschaften angeht, Beziehungen und auch deine Hobby- und Freizeitgestaltung. Aber das Bein der Arbeit als auch der Finanzen ist hier ganz stark ausgeprägt. Darauf stehst du im Jahr 24, ja. Und mit dem Ass der Münzen, das ist dein Ass. Das ist das Ass der Elemente Erde. Und aber ich finde, es gibt unter Jungfrau Stier und Steinbock dich, lieber Stier, der hier für mich den Master macht. Ja, du bist hier derjenige oder diejenige, die am besten mit Geld umgehen kann. Das ist deine Sparte, Finanzen. Ja. Natürlich kann es auch sein, dass du ein total untypischer Stier bist und du so einen krassen Einschlag aus deinem Aszendent oder aus deinem sonstigen Zeichen hast, ja, dass das hier vielleicht einfach zu kurz kommt und du sagst, ey, Finanzen sind für mich das schlimmste Thema ever, ja. Ich hasse Finanzen, ich beschäftige mich überhaupt gar nicht damit gerne. Dann ist das jetzt dein Thema als nicht typischer Stier. Dann darfst du dich hier gerne mal um deine Finanzen kümmern. Das darfst du auch vollenden. Vielleicht auch in der Hinsicht, dass du dir mal eine Ausgaben- und Einnahmeliste machst. Und es geht natürlich auch mit jedem Ass auch immer eine Chance einher. Und die Chance hier in der Vollendung, in dem finanziellen Sektor sehe ich auch, es ist schon gut möglich, dass du durch irgendwelche magischen Zufälle in diesem Jahr einen Ausgleich in deinen Finanzen erhalten wirst, dass du zum Beispiel deinen Kredit komplett tilgen kannst oder dass du hier zum Beispiel einen Gewinn erzielst über Lottospielen oder sonstige Einnahmequellen, wo du dann zum Beispiel irgendetwas anderes Schönes damit machen kannst. Ja? Aber nimm dieses Geld und
tu etwas damit. Das ist hier wichtig. Also, weil wenn du das auf dein Sparbuch legst oder wenn du das jetzt irgendwie in irgendeinen Schrank wandern lässt, wo du das jetzt erstmal bunkerst, ja, dann nehme ich hier wahr, kann aus diesem Ast der Münzen nichts erblühen. Es ist wieder das Gleiche wie mit diesem Samen säen, ja. Wenn du halt keinen Samen in die Erde steckst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass daraus eine Sonnenblume wird, ja. Oder wenn du halt hier nicht rausgehst und dir mal anguckst, ob vielleicht Fußball oder Ballett irgendwas für dich ist, dann wirst du es auch nie erfahren, ja. Also do it. Whatever you, was auch immer du in deinen Gedanken hast, geh es einfach mal an. Weil was hast du denn zu verlieren, außer dass du halt natürlich hier deiner Freizeit halt einfach mal mehr Zeit schenkst, wie gesagt. Aber das siehst du ja derzeit als Verlust an. Ja, du sagst, das ist total unnötig, das bringt mich gerade nicht weiter, ich muss meinen Fokus gerade auf meiner Selbstständigkeit, auf meiner Selbstverantwortung, auf Macht und Zielstrebigkeit gerichtet haben, ja. Aber das darfst du vollenden. Du darfst dich hier um deine Finanzen kümmern und nimm aber auch diese Chance wahr. Und aus diesem Gewinn, was du hier generierst oder aus dieser Chance, die du hier vom Leben bekommst, durch eine Gehaltserhöhung, durch einen neuen Job, der dir eh schon die ganze Zeit hier einfach viel zu viel ist oder dir echt, das macht dich einfach hier nicht glücklich auch, ja. Vielleicht auch aus ethischen Gründen, dann verlass diese Arbeit und du wirst sehen, es wird in diesem Jahr eine neue Chance in dein Leben kommen. Aber ich nehme das auch so wahr, dass das Universum auch, ich sage das jetzt mal so, sehen möchte, dass du auch bereit bist, auch mit deinem Herzen auf diese Welt zu blicken oder auch mit oder auch dein Herz Dinge entscheiden zu lassen. Und dass wenn du auch mal was Gutes rausgibst, dass du dann auch Gutes zurückerwarten kannst, ja. Oder wenn du jetzt hier jemand bist, der vielleicht geizig ist oder so, dass du auch hier mal lernst, auch einen Teil deines Gewinnes rauszugeben. Also man sagt ja auch so, dass du einen gewissen Anteil seines Geldes sollte man auch verschenken oder man sollte es spenden sozusagen. Ja, vielleicht ist ja auch das hier nochmal Thema für dich, Spenden. Oder vielleicht geht es ja auch für dich darum, Spenden einzusammeln über irgendwelche Dinge, die du gründest, die du vielleicht auch ehrenamtlich tust oder so, ja, also auch da könnte für dich auch ein sehr großes Potenzial liegen, dich hier auch nochmal anders kennenzulernen und auch hier deine Entfaltung hier noch weiter voranzutreiben. Okay, die Botschaft, die du hier aus der lichtvollen geistigen Welt bekommst, beziehungsweise wenn du an nichts glaubst, hier in deinen Gedanken abgeht, ist hier mit 10 der Kelche halt schon die absolute Sattheit. Ich liebe dieses Wort, ne? Es ist einfach sensationell. Und lieber Stier, ich sehe hier, dass ich dich ganz, ganz lieb grüßen soll von einer Person, die dich über alles liebt. Und diese Person ist mittlerweile nicht mehr in deinem Leben. Das könnte zum Beispiel hier für einige deine Oma sein oder auch dein Opa oder eine andere Person, die du leider verloren hast. Ja? Und ich soll dich hier wissen lassen, dass du über alles geliebt bist und dass du sehr stark geschützt bist, ja, und aber gleichzeitig auch so ein bisschen auch die Aussage, weil wir ja hier die 10 der Kelche haben, fokussier dich doch mal wieder mehr auf dein Herz, gib deinem Herz mehr Raum, deinen Beziehungen mehr Raum, glaube wieder an die Liebe, ja, weil auch für viele Stiere nehme ich hier auch so wahr, du bist so in deinem Arbeitsmodus, du bist so verstandesorientiert, dass hier für einige auch echt so diese Energie durchkommt, so du glaubst sowieso nicht mehr an Verbindungen, du hast vielleicht auch ein total kaputtes Menschenbild, was du halt leider aufgrund von schlechten Erfahrungen in deinem Leben eben bekommen hast, ja, aber du bist doch hier die Schöpferin und der Schöpfer deines Lebens, du hast deine Gedanken unter Kontrolle, du kannst jeden Tag neu für dich entscheiden, in welche Richtung dein Leben gehen soll, ja, und dieser Gruß, der geht hier auch raus an dich mit ganz, ganz viel Liebe. Aber auch gleichzeitig der Hinweis,
Schau auch auf die Liebe, denn hier möchte ja auch wieder etwas geschehen. Du willst doch nicht ewig wie Dornröschen hier in deinem Schlaf liegen und da 100 Jahre vermodern, ja, und warten, bis hier vielleicht der richtige Prinz vorbeikommt oder halt auch nett. Ja, also ich meine ganz ehrlich, aber das ist deine Wahl, die du hier aus deinen freien Stücken heraus triffst, ja. Und aber auch daraus kannst nur du dich wieder befreien. Das ist nicht wie bei Disney, dass es da dann einen Prinz oder eine Prinzessin braucht, die dich hier wachküsst, sondern du bist hier dann diese Person, die dann auch sagt, jetzt hopp, rappel dich mal auf. Wasch dir mal, mach dir mal kaltes Wasser ins Gesicht und werd mal wieder wach. Ne? Ich sage das jetzt extra so, weil ich nehme ja hier auch schon, du bist schon auch ein bisschen negativ auch belastet und du hast schon auch Sachen, die dich echt belasten, ja. Und deswegen seh das Leben wieder mit mehr Freude und auch mit mehr Optimismus. Das würde dir sehr, sehr gut tun. Und wenn du jetzt hier sagst, hey, ich habe niemanden, der verstorben ist und es ist auch, keine Ahnung, kann damit einfach nichts anfangen mit diesen Informationen aus der anderen Ebene, dann sind das hier deine Gedanken, lieber Stier. Und in deinen Gedanken sehe ich hier, du hast so richtig Bock auf Macht und Fülle. Du willst Reichtum über alles. Du, vielleicht bist du auch wirklich ein sehr materialistischer Mensch. Ja, das wird für einige wirklich sein. Diese Ausgangsposition hat einen sehr hohen Stellenwert in dieser Legung. Und du bist hier schon der Chief, ne? Und von daher sehe ich halt bei dir, du hast ein sehr starkes Streben nach Reichtum und nach Fülle. Du möchtest die absolute Überfülle in deinem Leben. Aber ich sehe auch, dass du ein Defizit in deinen Gefühlen und Emotionen hast. Und auch das sagst du mir hier, möchtest du erreichen. Du willst nicht nur reich sein und viel haben und viel rausgeben können, sondern du möchtest auch Menschen, die dich lieben und die du auch zurücklieben kannst. Aber da nochmal der Hinweis, da darfst du dann halt jetzt hier mal an deinen Kelchen arbeiten, weil hier sind sehr wenig Kelchkarten. Außer dem Bube der Kelche und den Zehn der Kelchen ist hier halt einfach nichts vorhanden. Ja, und das ist halt schon auch ein Hinweis darauf, dass du hier Defizite aufweist. Und das ist ja auch ganz natürlich und kein Mensch ist immer in Zehn der Kelche-Energie. Das ist halt so diese Happy-Hippo-Familie, die Friede, Freude, Eierkuchen lebt. Ja, das ist temporär mal möglich, aber es ist ja auch kein Zustand, der bleibt. Aber das ist halt auf jeden Fall das, was du gerne hättest. Ne? Vielleicht wünschst du dir auch eine Familie zu gründen. Ne? Nochmal auf dieses Thema Kinder und Familie zu kommen. Vielleicht hast du das noch nicht erschaffen, sondern du hast einfach nur, du bist stinkreich, du hast ein fettes Unternehmen gegründet, aber irgendwie fühlst du dich trotzdem einsam. Ja, und deswegen wünschst du dir hier jemanden, der auch irgendwie nicht nur Emotionen mit in dein Leben bringt, sondern ich nehme hier auch wahr, der hier auch Menschen mit in dein Leben bringt. Du sagst vielleicht auch, du wünschst dir eine glückliche Partnerschaft oder Ehe, wo jemand auch einen Freundeskreis mitbringt in diese Beziehung oder wo jemand vielleicht sogar auch Kinder mitbringt, dass du die in einem gewissen Maße auch für dich akzeptieren könntest oder so. So eine Patchwork-Familie wäre vielleicht für dich auch möglich. Aber ich sehe schon, dass du hier gerne einen Ausgleich hättest, auch in deinen Emotionen. Also du denkst ja schon selber sehr viel darüber nach. Deswegen spinn diesen Gedanke, des Bube, der Stäbe, der hier immer wieder durch deine Gedanken latscht, spinn den ruhig mal weiter, lass da mal die Energien frei fließen, mach dich mal locker, mach dich mal happy, geh mal raus, erleb mal was Neues. Und dann siehst du nämlich auch, dass dann automatisch auch die anderen Bereiche, dass da auch diese Kanäle, diese Energiekanäle dann da auch hinführen wieder, dass die dann auch gefüllt werden. Das ist wie so ein ausgetrockneter Bachfluss, den ich hier so wahrnehme. Und den musst du wieder füllen mit deinen Emotionen, die du generierst. Aber der ist ja nur ausgetrocknet, weil das Wasser steht ja für Emotionen im Tarot, weil du hier eben nicht bereit bist, diese Emotionen auch rauszugeben. Ne? Ich meine, man kann ja nicht nur erwarten, zu bekommen, sondern das ist halt immer ein Geben und Nehmen. Ne? Gut, und wie gesagt, die letzte Karte hier haben wir noch, die 5 der Stäbe, das ist deine Lernaufgabe für dieses Jahr.
Ich sehe hier, dass du mit dir ringst. Ich sehe hier, dass du mit dir kämpfst in einer gewissen Art und Weise. Denn ich sehe ja auf jeden Fall, dass du das Beste für dich möchtest. Ich denke, ich liege damit nicht falsch, wenn ich sage, dass das jeder Mensch möchte. Jeder will ja das Beste für sich. Es ist nur immer die Frage, gehe ich hier über Leichen oder will ich hier das Beste und aber auch das Beste für alle anderen? Ja, also denn die 5 der Stäbe ist die Konkurrenzkarte schlechthin. Und du darfst dich hier wirklich mal fragen, wieso das hier als deine Lernaufgabe jetzt im Outcome liegt. Und voll schön, du hast hier noch die Sonne darunter. Also du hast richtig gute Chancen, lieber Stier, hier voll was rumzureißen dieses Jahr, wenn du deinen Fokus mehr auf Freundschaften, Liebe, Beziehungen und Hobbys richtest, anstatt immer nur auf deine Arbeit und auf Finanzen und auf das, was sich für dich lohnt, ja? Weil ich sehe, dass du dich selbst hier in Konkurrenzthemen legst. Du selbst konkurrierst mit anderen. Du möchtest immer der Beste sein. Du möchtest der Größte sein. Du möchtest der oder die Schönste sein, ja? Vielleicht hast du diese Streben, ja? Also mit Sicherheit wirst du die haben, weil sonst, es gibt sonst keinen Grund für 5 der Stäbe in deiner Lernaufgabe. Außer natürlich, dass es hier bei dir auch um Teamfähigkeit geht. Vielleicht bist du hier einfach so tough und so smart, dass du sagst, ich mache das alles alleine. Ne? Ich bin hier selbstständig jetzt und vielleicht hast du auch schon Schwierigkeiten, Leute für deine Einstellung, also für deine Zuarbeit zu finden, weil du es schlecht Sachen abgeben kannst, weil du immer der Meinung bist, du kannst dann doch das besser alleine machen, bevor du hier jemandem 100 Stunden was erklärst und es dann doch nicht so gemacht ist, wie du das willst. Ne? So in etwa kannst du dir das hier vorstellen. Also Teamwork, das ist der Tipp. Oder eben auch hier mal aus diesen Kämpfen auszusteigen, dass du sagst, ich setze mich jetzt hier nicht mehr in Konkurrenz, vielleicht jetzt mit einem anderen Unternehmen, dann haben die halt 2% Rendite mehr oder dann kriegen die halt, was weiß ich, haben bessere Aktienstellungen oder keine Ahnung, über sowas denkst du nach, also für die meisten zumindest, ja. Und wenn du so gar nicht an Geld und Finanzen denkst, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Dann können das hier auch einfach wirklich die ganze Zeit deine Wertvorstellung von dir selber sein, ja. Vielleicht hast du hier ein falsches Bild von dir selbst, ja. Und du solltest dir dann diesen Wert, den du dir selber zukommen lässt, hier mal hinterfragen. Und dich dann auch niemals vergleichen. Man vergleicht sich einfach nicht. Und man vergleicht auch keine Partner mit anderen Partnern oder so. Vielleicht ist auch das so hier ein Thema noch für dich, ja? Weil jeder Mensch ist individuell, ja? So, du willst doch auch individuell gesehen werden und du sagst doch auch von dir, ich bin hier was Besonderes, ja? Und so ist eben auch jeder andere Mensch etwas Besonderes. Und deswegen ist es einfach nicht gut, sich zu vergleichen, weil jeder hat seine Talente und seine Schwächen eben woanders, ja? Und vielleicht würdest du auch hier dir schon einen riesen Gefallen damit tun, wenn du dich nicht so unter Druck setzen würdest, indem du eben immer denkst, du musst es noch schneller, noch schöner, noch besser machen als die anderen, sondern du wirst auch so geliebt vom Leben und auch von den Menschen, die dich hier umringen, ja, auch so wie du bist. Du bist gut so wie du bist, ohne dass du immer dieses noch besser Streben hast, ja. Vielleicht guck mal, ob das da nicht wirklich so deine Lernaufgabe ist, ja. Und wenn du hier, weil du ja hier auch mit 4 der Schwerter sagst, so, mir reicht's jetzt hier in Sachen Liebe und Beziehungen, das immer wieder entwickelt sich alles, wie ich das vorhin schon gesagt habe, in die Stagnation oder eben auch vielleicht in Konkurrenzthemen. Vielleicht wirst du immer wieder in deinem Leben damit konfrontiert, dass dir jemand fremd geht, dass dich jemand ausnutzt. Oder dass vielleicht auch du eine solche Person bist, das ist halt eine Kollektivlegung. Insofern ist es immer schwer zu sagen, kommt es von außen oder ist es deine Energie, die du rausgibst, ja? Und da ja aber auch alles in unserem Leben immer ein Spiegel ist, dann darfst du dich auch immer fragen, wenn dir ständig jemand fremd geht, dann frag dich mal, wo bist du denn nicht ehrlich zu dir selbst, ja? Dass dir das immer wieder so vor aufs Brot geschmiert wird. So, da guck mal hin, ja? Und
dass du dich da eben auch selber wieder aus dieser Stagnation eben rausholst, weil du hast die Kraft dafür, du hast auch die Macht dafür, du bist ein sehr mächtige Persönlichkeit, sonst wärst du hier nicht die Herrscherin oder der Herrscher. Lieber Stier, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung weiterhelfen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniere hier in der Mitte meinen Channel, falls du das immer noch nicht kostenlos getan hast. Alles, alles Liebe. Namaste.